Okay, die verziehen sich wieder. Das heißt, die Chance nutze ich mal gerade eben, um da hochzugehen. Wo es natürlich wieder verdammt hell ist. Moment, wo ist das Licht? Da ist das Licht. Klingt, als hätte jemand Schwierigkeiten. Oh, das haben sie natürlich wieder gehört. Die bösen Burschen. Na, rückt einer an. Ja, da kommt einer. Natürlich sein Kollege auch. Ja, Feiglinge. Ich drehe langsam durch. Ja, Glaube dann stimmt doch nichts. geh doch mal lieber wieder. Gut, wenn die weg sind, dann versuchen wir mal unser Glück. Die scheinen sich auch nicht wirklich zu trennen. Was leuchtet da nur an diesem Brunnen? Ah, da ist noch so ein komisches Leuchtedings. Oh, verdammt, da ist ja. Die stehen ja da. Tja, das ist jetzt blöde. Das ist sehr, 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 sehr blöde. Die sehen uns doch todsicher, wenn wir hier durchlatschen. Das heißt, entweder alles ausschießen oder die Typen ausknipsen. Ich versuch's mal auf die harmlose. Ach, das hören Sie jetzt nicht. Natürlich. Ich habe was gehört. Marschieren Sie jetzt wieder zusammen los, dann habe ich aber wirklich genug. Okay, ich glaube, wir werden ein bisschen rabiater. Nein. Nein. Oh, oh, verdammt. So ein Mist. Ich wollte denen so schöne Haftmine hier hinpappen. So. Okay, es musste ja wieder mal so enden. Ich habe das früher, glaube ich, tatsächlich gespielt, ohne sie zu töten. Ich bin so schlecht geworden. Ich sollte nur noch Call of Dingsbums spielen. Nee, ich komme wirklich doof dabei vor. Es ist ein Stealth-Spiel, aber ich knalle hier jeden ab. Das gefällt mir Alle nicht. Funksprüche mit niederer Priorität auf die Kanäle 9 und 13 umlegen. Wir befinden uns in erhöhter Alarmbereitschaft. Okay, habt ihr den Funkspruch gehört? Ich weiß nicht, ob der uns gilt mit dieser erhöhten Alarmbereitschaft. Sagen Sie Ihren Männern, dass wir Genehmigung zur Gewaltanwendung haben. Im zweiten Teil ist es so, dass die Alarmstufe steigt, je öfter wir gesehen werden oder Bewusstlose gefunden werden oder sowas. Bei Stufe 1 sind mehr Wachen da, bei Stufe 2 legen sie schusssichere Westen an und so. Ja, sowas in der Art. Also es wird schwieriger, wenn wir uns erwischen lassen. Und irgendwann ist dann, glaube ich, auch ganz vorbei. Gut, die Lichter hier zerschieße ich nicht. Dafür haben wir nicht mehr genug Kugeln.
da lebt ja noch jemand. Hallo? Kannst du sprechen? Ich will hier nicht sterben. Bist du Ivan? Wer? Nein, es tut weh. Bitte helfen Sie mir. Okay, dem war nicht mehr zu helfen. Gut, das war wohl ein Zufallsfund, dass wir hier noch einen Überlebenden, in Anführungsstrichen, getroffen haben. Na, schick hier, ein Billardzimmer. Die haben sich's gut gehen lassen. Tja, hätten die uns gesehen, ist die Frage. Die standen hier irgendwie und haben sich unterhalten, aber das ist ja kein Garant. Nee, ich glaube, das wäre irgendwie... Ich bin einfach zu schlecht geworden für das Spiel. Diese Ecke gefällt mir auch nicht. Oh, ich habe gespeichert und das Brunnengeräusch ist verschwunden. Naja, ich pfeife mir noch ein Medikit rein. Oh, da sehe ich doch erste Hilfe. Aber diese Ecke sagt mir was, oder? Aber klar, ich höre Schritte. Na? Hier gibt's Betten, aber wenigstens zwei Medikits. Schön. Licht können wir hier nicht ausschalten, also mit Schalter. Kommt der jetzt wieder? Ja, der kommt wieder. Ja. Na? Was? Verdammt, nein! Das ist doch wohl nicht möglich. Okay, also das... Sowas ärgert mich einfach tierisch. Wir lehnen an der Wand. Hinter der Wand. Er sieht uns nicht. Ich lehne mich von der Wand weg und plötzlich sieht er uns. Er steht hier. Leute, er steht hier. Wir kauern hier irgendwo hinter der Wand. Ach, das ärgert mich tierisch. Und natürlich sind wir wieder auf halbe Gesundheit runtergeschossen. Ja, ich werde unleidlich. Zum einen meine Unfähigkeit und dann noch solche blöden Bugs, dass uns die Gegner immer durch Wände sehen. Ärgerlich, ärgerlich. So, Medikit. Das andere haben wir auch, ja. Gut, ich speichere. Ich dachte so schön, da könnte ich jetzt rausstürmen und den K.O. hauen. Natürlich nicht. Wie auch? Serverraum. Aha. Mal hübsch vorsichtig da reinlugen. Okay, da steht jemand. Ich hoffe mal, der ist auf seinen Rechner konzentriert und sieht uns nicht. So. Schön. Ballard, hörst du mich? Ballard, ich habe was gefunden. Ein Computer mit einem geöffneten Fenster auf dem Feuerschutzsystem steht. Ballard, bist du da? Zwecklos. Wer ist? Habe Feindgesichter. Ach, hör doch auf, Mensch. Okay, so langsam vergeht mir wirklich sämtliche gute Laune. Da wollte ich mich von oben an den Rand pirschen, um mich auf ihn fallen zu lassen. Und dann... ich reg mich schon gar nicht mehr drüber auf. Ich bin genervt. Lampe aus und das Ding auch aus. So.
Okay, wir haben aber unser Ziel so halbwegs erreicht. Er hat's ja schon rausposaunt. Hier ist das Feuerschutzdingens. Sehr schön. Gut gemacht, Fischer. Durch das Öffnen der Türen hast du dir aber auch den Russen den Weg zu Ivan freigemacht. Du musst unbedingt als Erster bei ihm sein. Alles klar. Dann machen wir doch einfach mal Folgendes. Falls hier noch jemand kommt, hat er ein kleines Geschenk von mir. So. Missionsupdate. Um unsere Herrscher abzusichern, haben wir das FBI eingeweiht. Wir werden ihnen Ivan überlassen. Und was soll ich dann hier? Ivan ist Techniker. Alles, was wir brauchen, um Nikolaze zu finden, ist Ivans Codeschlüssel. Hol ihn und wir sind fein raus. Okay, dann suchen wir jetzt mal Ivan. Hier ist mir ein wenig zu hell. Aber wo ist mir in diesem Spiel nicht zu hell? Gut, da ist eine Tür. Dann schalten wir mal kurz die Hintergrundbeleuchtung aus. Wir möchten ja nicht im hellen Türrahmen stehen. Ja, da sehe ich schon wieder zwei. Und so langsam vergeht mir die Geduld mit ihnen. Hier ist mir immer noch... Na gut, laut Anzeige sind wir im Dunkeln, aber ich würde eher sagen, wir sind im Hellen. Wir haben diesen Gang schon gecheckt. Vielleicht haben wir was übersehen. Wir machen es nochmal. Wie hätten wir denn was übersehen können? Hör mal, dieser... Ja, aber... Aber was? Nichts. Moment noch, ich muss mal dringend aufs Klo. Beeil dich! Okay. Der eine von den Kaspern geht also auf Klo. Und der andere tigert hier rum. Ja, prima. Aha, der kommt nicht hierher. Super, und ich treffe ihn nicht mal. Die actiongeladene Musik läuft noch, das heißt... Na. Und ich treffe nicht mal mehr. Ach, ist es nicht herrlich? Ja, warum ich die jetzt weggeputzt habe, weil mein Herz für NPCs auch irgendwann mal ein Ende findet. Gut, nein. Licht ausschalten und dann verstauen wir die irgendwo, wo sie der Teufel holen kann. So, du liegst schon relativ gut. Dann würde ich sagen, bleib doch einfach liegen. Und dein Kumpel kommt dazu. Wie schön, ich habe links und rechts am Kopf vorbeigeschossen. Das muss man auch erstmal können. Da wollte ich ihm die Ohrläppchen abschießen. Tiger Woods mäßig. Nein, nicht Tiger Woods, Mike Tyson. Komme ich auf Tiger Woods? Die alte Woods. So, nicht ins Feuer laufen, auch wenn mir gerade kalt ist. Und nicht unbedarft durch Türen rennen. Ach, das Badezimmer, ja herrlich. Gut. Aha, die Klos sind leer, aber wir müssen wohl durch die Lüftungsschacht. Aber zuerst Medikit, wir wurden ja wieder getroffen. Mit wem sprichst du? Wer ist da am Telefon? Bitte nicht! Sag mir wer! Hier! Ich will das verdammte Telefon nicht! Ich will, dass du mir sagst, mit wem du da redest! Ich weiß nicht! Ich dachte, es seien die Bullen, aber... Mit wem hast du gesprochen? Ah ja, das ist wohl Ivan. Der Typ hat eine Tasche. Die greife ich mir. Speicherstick, ja herrlich. Na, Ivan?
Bist du Ivan? Ja. Sind Sie Amerikaner? Polizei? Ja und nein. Die Polizei ist auf dem Weg. Bis dahin bin ich dein einziger Freund. Aber kein sehr enger. Wir müssen gehen. Schnell. Sie werden uns finden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich will deinen Codeschlüssel. So war das nicht abgemacht. Die Abmachung steht. Man wird dich lebend finden. Aber zuerst will ich den Codeschlüssel. Das ist nicht, was ich mit der Frau am Telefon abgemacht habe. Versuche ich dir zu erzählen, wie man Zivilisten abschlachtet? Was? Das tue ich nicht. Also versuch du mir nicht zu erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Die Polizei ist auf dem Weg und du wirst es überleben. Gib mir den Schlüssel oder ich nehme ihn. Das war nicht abgemacht. Glaube, das sagtest du bereits. Hör mal, gib mir einfach nur den Schlüssel. Ich hasse es, Leute zum Schreien zu bringen. Davon bekomme ich nur Kopfschmerzen. Hier. Danke. Jetzt such dir ein gutes Versteck, bis die Polizei kommt. Verdammt! Tja, sorry, Ivan. Fischer, das wird dir gefallen. Es macht mich nervös, wenn du das sagst. Die Russen sind im oberen Geschoss verteilt. Du wirst ein bisschen aufräumen müssen, bevor die Osprey landen und dich da rausholen kann. Okay, das heißt also, wir dürfen jetzt ballern. So, Kopfhörer wieder gerade rücken. Tja, da wurde Sam ein wenig ruppig. Schade für Ivan. So. Naja. Den können wir nicht mal aufheben. Okay, das war scheinbar so getriggert, dass wir den abknallen sollen. Wir linsen mal durch Le Tür. Ich sehe Feuer und Fische. Dann bringen wir doch das eine zu den anderen. Mal speichern. Hell, sehr hell. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir gerade alles ein bisschen bekannt vor. Gut, den Rechner können wir nicht benutzen. Und ich denke mal, für Dunkelheit zu sorgen, können wir hier auch vergessen. Wir müssen wohl eher den Fahrstuhl. Soll ich es euch mal zeigen? Nachladen? Ja, das wäre sinnvoll. So. Schaut mal, da läuft sogar Wasser raus und der Wasserpegel sinkt. Das fand ich ziemlich beeindruckend für ein Spiel dieser Zeit. Ja, arme Fische. Ah ja, sogar genau am Einschussloch stoppt das Wasser. Gut, wir haben die Fische nicht komplett getötet. Unser Gewissen ist rein, wir haben nur Söldner umgebracht. So 10, 12 Stück. Aber die Fische leben. Fährt der automatisch? Nein, wir müssen drücken. Nach oben, schätze ich mal. Ja. Ladezeit. Ah ja. Da war also wieder eine Ladezeit. Gut, ich glaube hier... wurde es, ist es drauf ausgelegt, dass es, ja, ballerhaltig wird. Schauen wir doch mal. Munition liegt hier nicht zufällig, nein. Da sehe ich doch schon welche stehen. Was gäbe ich jetzt für eine Granate? Ihr so? Was meinst du? Unten! Wie viele habt ihr erlegt? Zeig mal ein bisschen Respekt. Na, das tue ich doch. Ich hab da, ich hab da doch was gesehen. Ach, Leute. Ey. Sag mal. War der nicht tot? Komm, komm. Was eine Schitteridu. Da duckt er sich bloß und ich dachte, der fällt tot um. Oh ja, schön, wir sind fast tot. Stöhn nicht so beim Medikit nehmen, das macht mich, ja. Eine Tasche, was haben wir da? Ein Speicherstick, hurra.
viel besser als Munition. Wir können ja mit Speichersticks auf die Gegner schmeißen. Aber das will man ja niemandem antun. So, gehen wir runter. Okay, also unser erstes Zusammentreffen mit den verbliebenen Schergen war nicht so doll. Ich sehe hier relativ wenig. Regen und Dunkelheit. Okay. Ich glaube, die erste Welle haben wir hier gut weggeputzt. Musste man hier klettern? Ich habe da irgendwie noch sowas in Erinnerung, dass man hier reichlich rumklettern musste. Ja, sieht so aus. Okay, die hätte man wahrscheinlich sogar umgehen können. Das wäre machbar gewesen. Da habe ich wohl zu voreilig geschossen, aber die machten den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Da liegen Bretter. Da schauen wir doch mal, ob wir weiterkommen. Genau. Nein, da ist, glaube ich, Schluss für uns. Schade. Gut, dann muss ich da runter. Auf den Boden der Tatsachen. Ah, da wäre auch eine Leiter gewesen. Oh, da sehe ich doch ein Medikit. Nie waren sie so erwünscht wie jetzt. Gleich mal reinpfeifen. Und nicht mehr so häufig treffen lassen, vor allen Dingen. Ich sollte meine Kugeln wahrscheinlich für was Besseres sparen. Aber solange sie uns nicht sehen, ist es ja auch nicht verkehrt. Oh, oh. Ich freue mich schon auf morgen. So was Schreckliches habe ich noch nie gemacht. Ist bald vorbei. Mann, wie konnte das denn passieren? Okay. Da sind also noch mehr böse Buben. Das sind natürlich nur Cola-Dosen. Ich hatte ja schon auf... Oh, da hinten. Munition! Munition! Kommen die hier nochmal rein? Wir könnten ja so frei sein und sie reinlocken. Pack da mal eine Mine hin, Sammy. So. Und dann bedienen wir uns an der Muni. Das ist sogar Pistolenmuni, oder? Habe ich nicht... irgendwann noch gesagt, dass wir hier wahrscheinlich keine Pistolenmuni finden. Und dann finden wir tatsächlich welche.